Willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Dishonored. Ich bin Marv und wir müssen immer noch zu Trevor's Close und Talia finden. Wer über Hinweise verfügt, die zu ihrer Entdeckung führen, kann mit einer hohen Belohnung rechnen. Die gute Talia zu finden ist nicht ganz so leicht, weil wir da halt relativ schwierig hinkommen. Wir haben hier schon den einen oder anderen erledigt, aber da hinten sehen wir es schon wieder. Es sind wahnsinnig viele Wachen unterwegs. Ich schaue mal, ob ich mich hier durchschleichen kann vielleicht. Nämlich so aufpassen. Wer bezahlt dann? Ich an ihrer Stelle würde verschwinden, solange sie noch können. Ach ja, wo wohnst du? Bestimmt in der fetten Villa am Clavering. Na los, raus damit. Sonst schlitze ich dich auf. Ich rate Ihnen zu verschwinden. Gehen Sie, Sie machen einen Fehler. Ach ja, und warum? Ich treffe gleich einen Mann namens Dowd. Der große Assassine? Oh, mir zittern schon die Knie. Ich mach mir vor Angst in die Hose. Und? Warum sollte der sich mit Ihnen treffen? Weil ich ihn anheuern will, jemanden zu töten. Für viel Geld. Geld, das Sie nie sehen werden, weil Sie schon bald durch Dowds Klinge Ihr Leben aushauchen. Schnauze, du lügst. Wirklich? Ihre Angst ist offensichtlich. Ich kann sie riechen. Und noch mehr. Ich sag dir, was ich glaube. Du hattest dein Techtelmechtel mit diesem Hauptmann, was weiß ich, aber der alte Herr will das nicht. Er will nicht, dass du dich mit einem niederen Wachoffizier abgibst. Was sagst du jetzt? Tut mir leid, dass ich sie wegschicken wollte. Eigentlich möchte ich, dass sie genau hier stehen bleiben. Dowd beobachtet uns bestimmt schon und überlegt, auf welche Weise er sie töten wird. Mut hast du. Das muss ich dir lassen. So hartnäckig zu lügen. Kenne ein paar Hochstapler, die noch von dir lernen könnten. Hab doch gesagt, dass er kommt. Schnappt ihn, Jungs. Ist das so schnell hin? Oh, was war das denn jetzt? Niemand tötet einen von uns. Oh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich gedacht, kein Problem. Aber da oben sitzen noch welche. Deswegen ist die Talia gleich abgehauen. Na, dann muss ich das nochmal machen. Wer bezahlt deine Klamotten? Sie haben die falsche Person erwischt. Ich an ihrer Stelle würde verschwinden, solange sie noch können. Also sehen tut man keinen. Wo wohnst du? Bestimmt in der fetten Villa am Clavering. Na los, raus damit. Sonst schlitze ich dich auf. Ich rate Ihnen zu verschwinden. Sind das beide oder ist das nur einer? Sie machen einen Fehler. Ach ja. Was habe ich denn? Habe ich irgendwelche Granaten? Habe ich. Bumm. Ich treffe gleich einen Mann namens Dowd. Der große Assassine? Oh. Wohin bist du verschwunden? Als wird jemand abgestochen. Also so im direkten Kampf habe ich überhaupt keine Chance gegen die, ne? Weil die machen so viel Schaden. So. Da haben wir was. Da haben wir eine Falle. Knochenartefakt ist 24 Meter in die Richtung. Okay. So, hat er irgendwas dabei? Ne, hatte nicht wirklich was Sinnvolles dabei. So, Mädchen. Sieh an. Der Meisterassassine. Sie wollen also wissen, wer Delilah ist. Nun, mein Onkel ist von ihr besessen, darum wird er Ihnen nichts erzählen. Ich verlange nur zwei Dinge. Lassen Sie meinen Onkel verschwinden und bringen Sie mir sein Testament. Als Gegenleistung erzähle ich Ihnen von Delilah Copperspoon und werde Sie für Ihre Mühen entlohnen. Anschließend kommen Sie zurück. Wir treffen uns am Hafen, wenn Sie Erfolg hatten. Alles klar. So, neue Mission. Justizbezirk.
Aber vorher will ich mal gucken, ob ich da irgendwo das Knochenartefakt finde, ob ich da irgendwie rankomme. Ihr seht schon, da sind wieder ganz viele Wachen hier. Da ist es drin. So, reinkommen tue ich aber nicht. Komme ich hier rüber irgendwie rein? Nee. Ja. Nur ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ich stürze, bin ich tot. Nee. Darüber komme ich nicht rein. Da muss ich mir was anderes überlegen. Auch zu hoch. Vielleicht komme ich über den Laden der Hutmacher hier rein. Kann ja sein. Ein paar neue Knochenartefakte wären nicht ganz das Schlechteste. Oh, fuck. Eben gerade habe ich noch die... Eben gerade habe ich noch die Dings gesehen, ne? Die Falle. Und jetzt springe ich mit voller Wucht rein. Das ist auch ganz schön dämlich jetzt. Aber deswegen spiele ich das Spiel auf Hard. Auf Elite. Was ist denn das für ein Speicherpunkt, bitte? Lädst du neben einer Granate? So funktioniert das nicht, Leute. So, jetzt haben wir den Auftrag bekommen. Ich würde ihn gerne entschärfen, kann ich das? So kann ich das. Okay. Ach, da sind gleich zwei Granaten hier gewesen. So, Leute. Wohin bist du verschwunden? Da bist du ja. Genau zwischen die Augen. Und er überlebt das? Und das also als im Schleichtarnmodus? Jemand hier? Nein, keiner hier. Der ist einfach nur so umgefallen. Der hat auf jeden Fall gesessen. Wie er wohl gestorben ist. Das ist ja wie beim Moorhuhn. Jemand hier? Wenn sich jemand einen Spaß mit mir macht. Nee, also nach Spaß sieht das jetzt nicht aus hier, würde ich sagen. So, da ist das Artefakt. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Oh, warte, da kommt noch einer. Na, was ist mit dir? Willst du nicht rauskommen? Hab ich doch gerade gesehen. Das war genau richtig. Ach, da komme ich gar nicht durch. Okay. Gut, jetzt habe ich die ganze Bande ausgeschaltet hier. Oh! Hutmachers Schlüssel. So, weitere Beute haben wir hier nicht. Besagten Ort plündern, es Craxton heimzahlen, nachsehen, was aus dem Schlüssel wurde, den wir in der Wache geklaut haben. Chauncey hat ihn genommen, weil er ein paar Rechtsverdreher erleichtern will.
Ist aber noch nicht von den Balkonen runtergekommen. Diese Woche endlich meine Zähne putzen. Ja, das ist etwas, was man sich auf jeden Fall auf den Plan schreiben sollte, damit man das erledigt. Das war jetzt ja mehr Glück als alles andere, ne? Wo kommen denn die ganzen Ratten auf einmal her? Habt ihr doch auch gehört, oder? Na, wo schleicht der rum? Ob sich hier ein Dummkopf versteckt hat? Direkt neben mir. Komischer Dummkopf, der sowas macht. Ich meine, total lebensmüde, so einer. So. Ich glaube, das lief ganz gut. So, vom Balkon ist er nicht runtergekommen. Da oben kann man lang. Kann man da irgendwie hoch? Ich will halt das Knochenartefakt haben, was da drin ist, aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. So, ich brauche lieber noch ein bisschen was hier. Kugeln habe ich genug. Kugeln sind auch zu laut. Gerade so für so ein... wie sinnvoll, hier gleich zwei der gleichen Bilder nebeneinander zu hängen. Gerade für so einen Meister-Assassinen wie mich. Also da kann ich doch nicht irgendwie mit irgendwelchen Kugeln rumballern. Das ist doch sehr offensichtlich. Boah, aber das hier stinkt. Stellt euch das mal vor. So Geruchsvideos und Geruchsspiele. Oh, 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 oh. Das wäre dann nicht immer schön. Keine Sorge, ich finde dich schon. Alter, ehrlich? Kommt jetzt die ganze Meute? Ja, kommt sie. Denn hier, ey? So ein Käse. Der kommt uns. Das war's mit dir. Fehlt auf die Beine. So, der steht auch nicht mehr auf. Aber so habe ich hier auf jeden Fall einen taktischen Vorteil gehabt, weil so sind sie alle quasi auf mich zugestürmt. Und ich habe gut was dagegen machen können. So, noch ein bisschen Thunfisch hinterher. Und ein bisschen Kräuter der Provence. Schon haben wir ein großes Problem beseitigt und sind sehr viele Lasten auf einmal losgeworden. Mal gucken, ob die noch was Feines dabei haben. Ein paar Kugeln. Das ist doch gut. Also wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so gut läuft. Aber mich ärgert das ein bisschen, dass die Armbrust quasi nicht mit einem Schuss tötet. So, was haben wir hier? Gar nichts. Nein, hinter der Tür ist auch nichts. So, okay. Viele Probleme auf einmal beseitigt. Da hinten das Artefakt? Ja. Da ist es. Ja. Ein Stockwerk tiefer? Ja. Sehr gut. Oh, hier sogar so ein Schrein. Gibt hier kein Video. Würgestaub. Dieser mächtige Reinstoff kann geworfen werden und erzeugt eine Giftwolke, die Gegner vorübergehend erblinden lässt und ausschaltet. Das ist doch sehr gut.
Für so einen Assassinen genau das Richtige. So, war's das? Ich glaube, das war's. Folge ist vorbei. Und da oben müssen wir hin. Ich schau mal, dass ich das bis zur nächsten Folge hinbekomme. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Servus, euer Marv.